Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Das ist auch. Das muss ich noch. Wo bist du? So, okay, jetzt haben wir schon mal hier gespeichert. Ja, das Zelt ist höchst komfortabel. Was denn die Tiefe hier? Wollen wir hier campen? Ja. Ach, schon wieder sowas mit drei Räumen und so. Man jetzt ja gucken muss, wo der richtige Weg ist. Heilgestell. Genau oben. Toll. Sind hier so welche Zwischenräume noch? Versteinern. Konto gibt dir einen aus. Was? Hier. Mann, ich hab wirklich alles gegeben. Ja, du kannst stolz auf dich sein. Ich bin vollkommen ausgeraubt.
Weiter geht's in die Tiefe. Hä? Das war komisch. Aber war irgendwie so Standbild und so ein Zeug. Hä? Das sah voll komisch aus. Wie, Ich hab gerade gedacht, das Spiel hängt wieder auf. Wow. Ja, eben gerade dachte ich so, okay. Nein! Hä? Er haut einfach die Leute K.O. Lol. Ignis! Diesmal 3 Runden. Ne? Toll. Dein Ernst? War so nicht geplant. So. Knapp. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Hallo? Nein. Ach so. Das hat aber gedauert. Ich dachte so, will er das noch machen oder nicht? Wieder eine Rasche. Da wären wir. Schon wieder zelten. Du bist einfach zu verfügbar. Also es ist ja hilfreich, wenn du das Maid-Kostüm haben möchtest, dann kann ich dir sonst den Code schicken, wenn du möchtest. Also mit dem Maid-Outfit ist ja kein Problem. Hat sich ja soweit noch keiner gemeldet. Toller Schnappschuss.
Ich sehe ganz normal aus. Ich sehe ganz normal aus. Wieder. Los geht's. Okay. Oh. Gut, dass es so welche Refugium überhaupt hier gibt, dass ich Fische speichern kann. Dieses dunkle Wappen. Achso, reduziert Dunkelschaden. Dieser Armreif wird von Generälen getragen, die große Armeen befehligen. Erhöht das Distanzen. Willenskraft. Da hat immer echt wenig Leben, ne? Hier, dieses. Die Armbrust. Die Armbrust sieht echt genial aus. Sahnepudding, also. Weiter geht's. Ja. Ja. Die sind echt böse. Oh, wir leben.
Das muss gefeiert werden! Ja, Roman. Nein! Oh, ihr Mistkerle. Brauch doch deine Kraft. Ich bin überwältigt. So bin ich halt. Oh Mann, hab ich vielleicht den Durst? Ich bin am Verhungern. Was? Auch ein harter Kampf. Die Zwischenräume wieder hier. Nach oben. Arthur Knöchelband. Und also den passenden Elementen. Ne? Also durch physische Attacken gestorben. Ach, jetzt kommt Dongberry. Aber hat er nicht die Königsdrache mal gesetzt? Keine Zeit zum Verschnaufen. Ja.
ja. Ja. Gleich haben wir es heute. Verschwinde. Palmen. Ah, okay. Beeindruckend. Hey, ihr klatscht erstmal. Oh, wir leben noch. Das muss gefeiert werden. Da wären wir. Ich muss das testen. Da geht ja auch die Stärke wieder runter. Ab ins Bett. Okay. Gut. So, ich bin bereit zum Aufbruch. Und ihr? Ich bin noch müde. Guck, wie Bellman aussieht. Oh. Auch schon nicht schlecht aus. Ah, die sehen ja niedlich aus. Die sehen ja nicht schlecht aus. Perfekt. Mein Held. Beobachte die Gegner des Gegners.
Schade. Wieder eine Gedenkmünze. Jetzt im Dunkeln sogar jetzt hier. Ist das ein gutes Zeichen, dass wir gleich beim Boss sind? Oder wie? Vielleicht? Tut mir leid. Baumfeder. Weiter geht's. Ja. Desorientiert. Oh Mann. Ich auch. Ich will nicht sterben. Kackviech. Der Prompto. Ich hab doch gedrückt. Ich hab mich schon gewundert. Ich drück dir die ganze Zeit, ne? Dass das Spiel denkt so, nö, du hast dich gar nicht gedrückt. Dieser Dungeon ist echt lang. Wird echt was von 3,5 Stunden oder 4,5 Stunden. Ich bin froh, aber das ist nur der einzige Dungeon ist. Wie lange dauern soll. Also da haben die bei Salif ja aber gedacht so, oh ja, das machen wir mal echt lang. Eigentlich denkt man ja, das ist immer der letzte, ja. Alter, das ist ja echt blöde hier. Verwirrt mich die ganze Zeit. Das sieht aus. Wenn die so total verwirrt rumlaufen, das sieht aus, als ob die wie so Zombies geworden sind. Warum habe ich den Ball mit auf einmal? Da haben wir mehrere solche Piepmätze hier am Start. Obwohl die echt niedlich aussehen, ne? Prompt, ey, warte mal, Prompt hat einer eine Waffe. Oh, geil.
Ja. Wie sich das gerade angehört hat. Er hat eine Waffe. Ah, die Leute, die sind so cool drauf. Da wären wir. Wieder rasten. Ich bin ja nicht so ein Mensch, der geht überhaupt nur mal sicher und rastet eigentlich. Hier echt übernachten? Na, wo denn sonst? Boah, ich muss den nächsten Mal echt noch viel von der Suppe da herstellen, wenn... Muss ich echt viel herstellen und dann muss ich da auch noch dann leveln, dass ich dann... ein Fisch, drei Fische kriege. Und dass es irgendwie schneller geht mit den... mit den Farben hier. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel die Suppe ja gar nicht mehr herstellen. Verdammt, ey. Kacke. Das habe ich schon befürchtet. Nein. Psst. Diesmal warm. Ich noch davon echt genügend machen. Für ein Dungeon vielleicht, keine Ahnung, nächstes, dass ich da irgendwie mal 30 oder 50 Stück davon habe. Ja, mache ich dann nächstes Mal sonst. Ja. Ist mein Lieblingsbuffhut nicht mehr da. Los geht's. Los geht's. Abmarsch. Ich bin los hier. Juhu, ja. Hoffe, du machst noch eine Weile. Ja, wurde ja schon von Nenz hat mir ja schon die Info gegeben, dass dieser Dungeon hier 3,5 bis 4,5 Stunden dauert. Also klar, das wird dann noch da sein. Weiß nicht, ob ich denn noch Crest heute mache. Bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Die Crest haben dann bestimmt nicht so lange dauern wie das hier. Dieser Dungeon soll ja am längsten dauern. Aber grüß dich. Schön, dass du bei mir vorbeischaust. Ich hoffe, du hast auch wieder schöne Weihnachtstage gehabt. Aber ich muss echt danach, denn nach diesem Dungeon muss ich echt mein Buffhut wieder farmen, weil ohne den kann ich irgendwie nicht, weil... Ich liebe ja Crits, ne? Und ich liebe Crits, aber ich... ich habe nicht genügend davon gefarmt gehabt. Ich habe das auch wieder total vergessen gehabt. Ich hatte das vorgehabt, war ja am FP-Farm. Ja, das ist natürlich jetzt blöde bisschen. Der mein Lieblingsbuffhut ist. Ja, ich habe auch selber schöne Weihnachtstage gehabt. Auch wieder toll mit der Familie. Und echt Spaß gemacht. Alle wieder zu sehen auch und so. Es ist so nett. Eine Stärkung für dich!
dir. Ah. Oh. Keine Stärkung. Fertig. Danke dir. Ich sammle Waffen. War erst Kapitel 7. Ah, random Waffen. Dann für eine Waffe. Achso, ich benutze Dolche. Also ich spiele sowieso allgemein gerne Dolche. Weil ich spiele ja eigentlich auch generell in irgendwelche Spiele auch Assassinen oder sowas halt. Ich habe ja diese Zornendolche. Das sind diese, die du wieder durch die Legendary Quest bekommst im Endgame. Muss sogar einen Gegner besiegen, der Level 120 ist. Aber dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht zu den legendären Waffen. Falls dich das interessiert. Wenn du auch gerne die Zornendolche haben möchtest. Den Balmen ist zum Beispiel auch nicht schlecht. Zum Beispiel die Zornendolche, die ich jetzt hier habe, sind zum Beispiel ganz gut, wenn du LP hast. Bis 80% macht der richtig starken Schaden. Und der Balmen ist gut, wenn du höhere Magiepunkte hast, auf jeden Fall, ne? Das kombiniert halt ganz gut, denke ich. Weil die Schadenzahl, die du da machst. Okay. Ja, die Ultima-Klinge ist zwar nicht schlecht, das gebe ich mal zu, dass sie echt nicht schlecht ist. Aber die Sache ist ja so, was geben die für ein Attribut her? Wenn du jetzt hier siehst, dass er dir zusätzlichen Powerschaden gibt, also wenn du eben halt genügend LP hast und hier genügend MP hast, machst du damit ja auch genug Schaden. Das sagt nicht, dass die Ultima-Klinge schlecht ist, aber wenn du jetzt diese beiden Waffen hast, die an deine LP und MP gerichtet sind, je nachdem, wie du hast, Schaden machst. Ich habe außerdem auch nicht mein Lieblingswaffe dabei, weil dann würde ich dann die ganze Zeit hohe Crit-Schaden machen. Weiter geht's. Weil vorhin hatte ich ja diesen Buffhut gehabt. Aber jetzt durch eine Zutat kann ich die jetzt nicht herstellen und ich muss ja demnächst auf jeden Fall 30 stacken oder 50 stacken. Noch ein bisschen fischen sonst. Yeah.
Wie Ignis immer klatschen muss. Abby ist bei mir meist auf Null. Ja, schon, ja. Okay. Ja, also ich richte eher so an die Eigenschaften der Waffen. Wenn ich sehe, okay, die macht mehr Sinn mit den LP und MP. Du brauchst natürlich dann auch viel mehr Schaden raus mit diese beiden Kombinationen. Ja, aber die Ultima-Klinge habe ich am Anfang auch benutzt gehabt. Also für den Start ist es auf jeden Fall gut, wenn man die Zone durch und Palmung noch nicht hat. Da müsste ihm halt nur mein Crit-Food. Ich merke das jetzt schon, ey. Ich muss echt davon mehr farmen, damit ich das durchgehend habe. Hier waren mehrere Zeltplätze in diesem Dungeon, weil der echt lang geht. Berries sind echt fies. Deine Stärkung für dich. Wie der noch lacht so. Der Ignis, die feier ich mir schon, ey. Hier kriegst du meine Power. Der findet es lustig, der uns, wenn er uns Power abgibt. Feuerwerk! Die Turnberries, ja. Die dürfen ja nicht fehlen, ne? Die sind so schnell auch. Jetzt ist was. Hey, what the hell? Will Prompto nicht haben? Mehr Prompto. Der will gar nicht haben. Will er das nicht haben?
Meine sowieso eine Raststätte jetzt wieder. Ich bin total verschwitzt. Ich bin auch völlig fertig. Richtiger langer Dungeon hier. Da muss man echt Zeit mitnehmen, ne? Das ist mein Barfoot. Ah, 100% Crit ist das ja. Ärgerlich. Den kann ich jetzt auch noch einmal herstellen. Da habe ich wieder ein Bämmerfilet und Feuerholz. Ja, ich weiß, was du es gesagt hast. Deswegen muss ich dann beim nächsten Mal eben halt mehr von dem Zeug holen. Aber egal, muss ich jetzt damit durch. Abstoßend und faszinierend zugleich. Muss ich damit durch irgendwie. Neuer Tag, neues Glück. Aber da muss man echt ziemlich viel Zeit mitnehmen. Aber wir sind da. Wow. Klappe zu, Monster tot. Ach so, es hat sich keiner gemeldet, also sonst schicke ich dir ja gleich sonst den Code vom Mate Outfit, den wolltest du ja haben. Dann schicke ich dir das per Whisper. Dir jetzt per Whisper den Code geschickt? Ja, kein Problem. Also, das ist ja sowieso frei her, die Promotion-Code für die Leute, die Final Fantasy 14 spielen. Ich denke mir so, warum denn nicht? Also, kann man die Leute ja auch eine Freude machen. Nützt ja nichts, wenn die Codes dann ablaufen am 31.12. Ja, bitteschön. Cynthia, du hast Insekten. Ja, ich kann sie nicht ausstehen. Ich auch nicht. Bäh.
Naja, die Codes, die sind für Final Fantasy 14. Das sind einfach so Ingame-Items, die du da bekommst. Ich muss ja mal kurz einmal. Was ist das hier? Kann man sich denn hier bei mir ein Item aussuchen, was man gerne in-game haben möchte? Aber das ist nur wirklich für Leute, die auch Final Fantasy 14 spielen. Achso, du hast nur die Gratiszeit gehabt, ja. Nee, da muss man ja schon richtiger aktiver Spieler sein, damit das eigentlich was bringt für die Ingame-Items so. Na, man müsste sich schon richtig da angemeldet sein im Spiel am besten. So ein Test. Ja, ich weiß nicht, so ein Test. Wie hat dir das eigentlich so gefallen mit Final Fantasy 14, wo du das mal getestet hast? Wow. Ja, wahrscheinlich. Achso, monatlich zu bezahlen, ja. Gut. Ey, Mann. Das wird nicht einfach. Thumbberries. Stechen voll schnell zu, die Viecher hier. Gehen voll am Rad, die Kämpfchen. Die hauen so schnell mit ihrem Messer zu. Ja, aber das muss ja jeder selber wissen, ne? Ob man irgendwie das möchte oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall, das ist eins der besten MMOs. Kommen auch die anderen Games gar nicht da an.
Also für den Preis, für das beste, eines der besten MMOs kann man sowieso sagen. Also das von der Grafik her, von der Community her. Also für das Spiel kannst du richtig ewige Stunden dafür brauchen und machen und alles. Da kommt man schon auf jeden Fall auf seine Kosten. Hilfe! Ja, die Pixel auf mich ein. Nein, 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 nein. Ach nö, ne? Ach nö, ne? Ach nö! Das soll jetzt Game Over sein, dein Wild, dein Ernst? Das ist ein Game Over? Was für ein Scheiß, ey. Die haben mich gestoppt, ne? Konnten weiter auf mich einschlagen und ich bin tot gegangen dadurch. Ja. Du konntest dagegen nichts tun. Du musst einfach nur zusehen, wie du stirbst. Humberries. Link ist das denn? Bereit zum Aufbruch? Nein. Ja? Nein. Oh. Gehen wir. Alles klar. Ich hasse das. Du drückst einmal kurz. Bye. Okay, gleich drücke ich nicht mehr X, damit ich gleich zelte nochmal. So, ich bin bereit zum Aufbruch. Und ihr? Ich bin noch müde. Monster tot! Vorsicht!
Pass besser auf. Ich? Überlege, aber ob ich mir jetzt den kaufen sollte, weil. Ja, schon. Also, Spaß macht es auf jeden Fall. Und da echt eine Menge machen würde. Also, lohnt tut sich das auf jeden Fall. Gift. Wenn ich. Ja, ich habe nachgekauft. Ah, sehr schön. War doch irgendwas. Ja, habe ich mal nachgekauft. Ja, jetzt kommen die Cranberries. Die pieksen immer so schnell, die Viecher. Hey, die kommen einfach angestachelt, ey. Au. Wie schnell die zustechen. Wow. Ah, Mann. Aber ich liebe das, wenn sie immer den Verteidigungs-Debuff geben. Das ist immer echt gut. Noch mehr Tumberries. Ist das ein Dungeon voller Tumberries, das ist ja wie? Erst kommt dieser Psychomant, jetzt kommen nur noch Tumberries, wow. Ey, die gehen alle nur auf mich! Ey, die gehen krantig. Na gut, dann muss ich jetzt irgendwie die Sachen nehmen. Roger!
Alter. Das hilft nicht, die machen einfach viel zu viel Schaden, die Viecher. Abflug. Kein Problem, ich bin Gladio. Hat Gladio auch noch andere Fähigkeiten? Ich habe ihn noch das beigebracht, ne? Jetzt gucken. Radio. Oh, Dämmerbrecher. Bild des Königs. Mächtiger Flächenangriff gegen Gegner vor Gladio. Fügt umstehenden Gegner durch einen verheerenden Punkt Schaden zu. Klon. Ein Gegner. Ein Klon. Das könnte sich auch gut an. Ein Klon. Wie Dämmerbrecher nicht abgeht. Jo! Mist, haben nicht getroffen, oder? Dann macht er einfach mal so ein Salto. Wow. Ey, die Flammen verfolgen mich von den Viechern. Was die für Tricks haben, die Thunderbolt. Okay, Punkt, da wieder Leben bekommen. Zyklon doch besser. Die Thunberries. Nein. Hey, hallo?
Die sind die irgendwie so komisch verwandelt, ne? Dann sind die noch aggressiver. Die so zombisiert sind oder so, keine Ahnung, dann drehen die ja noch mehr am Rad. Ah. Oh Mann. Ist ja übelst. Ja, richtig. Dann auch mit ihren Flammen und. Die haben ja voll die miesen Tricks drauf. Jo, haut alle auf mich ein. Los, das ist der Spieler, tötet ihn. Wow, Wahnsinn. Packen wir's an. Hier drüben. Hoffentlich ist er betäubt. Oh. Vampires sind echt anstrengend, ey. Sondern wenn die so verwandelt sind, dann schwer an sie ranzukommen. Das ist schon irre irgendwie. Drachen diesmal. Wow. Rechtzeitig. Ah, okay. Wie das aussieht.
Ignis, ah, Ignis. Egelschild. Wichtiger Schild, der selbst Göttern würdig ist. Dann damit. Ah nee, aber hier, guck mal, Darius hat schon 1222 Schaden. Ne? Also der kommt. Na gut, ich habe jetzt. Ah ja, gut, durch die Barfoot auch. Aber das brauche ich jetzt auch, weil ich jetzt nicht so viel Crit ziehe durch meinen. Da wären wir. Hier nochmal speichern dann. Ich bin total. Rechnet bestimmt auch mit einer Stunde, bis wir das fertig haben, oder? Ach, warum haben sie das eigentlich so lang gezogen, diesen Dungeon? Oder allgemein so irgendwie so? Irgendwie als haben sie sich gedacht, ha, wir müssen mal einen Dungeon richtig episch lang machen und so richtig so. Ne? Was müssen sie sich dabei gedacht haben oder so?
Süß, oder? Gutes Timing, Prompto. Oh. Hasse die Viecher, ne? So, heißt der Dungeon? Also ist das Stalif ist das. Das ist, der sechste jetzt, ja, ist der sechste Dungeon. Weil später hast du 8 Endgame Raids, die du dann so gesehen abschließen kannst. Es gibt noch einen geheimen. Den kriegt man aber anders frei und dort ist das, ist dieser Level egal. Stalif soll ja so gesehen der längste sein. Der hier. Und dann folgen Crestholm und danach noch Wüstenmark. Das sind ja auch die letzten. Und dann gibt es dann noch so ein Geheim. War das mit den Dieben? Wollen wir hier campen? Aber ich habe gelesen, dort ist dasselbe egal, dass das einfach so ein Jump-and-Run Dungeon ist. Aber dafür musst du erstmal deine Karre fliegen. Der ist später sonst. Kein Fan von dem Clipper. Ja. Das sind alles so Endgame-Dungeons, ne? Die machst du in Endgame sonst, wenn du die machen möchtest. Aber ich denke mal, da haben bestimmt nicht so viele Leute Turn drauf, weil ich habe nicht allzu viele Leute gesehen, die das gemacht haben. Nur ein paar Ausnahmen, wo Leute sagen, okay, wir haben darauf Bock. Eine Stärkung für dich. Weil du hast jetzt hier ordentlich was mit damit zu tun hier. Oh. Ich meine, nicht einfach so gewöhnlicher Dungeon. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Ah, oh, dich habe ich vermisst. Was? Der ist schon besiegt? Hä? Tot. Du musst halt in jedem dieser Raid Dungeons, also die 8, gibt es halt immer einen Boss, den du dann singen musst. Fürsten. Aber mich würde echt mal interessieren, wie das aussieht, so ein Diagramm, wie groß dieser Dungeon überhaupt ist. Also so eine Art, so eine Map, weißt du, so eine Sandmap. Würde man echt neugierig sein. Weil das zu entwickeln ist ja nicht schwer. Du machst einfach nur so zack, 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 zack und dann immer so weiter. Das Copy-Paste heißt ja immer jedes Mal, ne? Also so wie so ein Ast hast du bop, 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 bop die ganze Zeit. Aber ich hätte echt mal so das Gesamte, weißt du, wie oft die das copy gepastet haben. Schön war's, meine Lieben. Muss ja voller spannender Job gewesen sein, diesen Raid Dungeons zu machen. Yeah.
weitergeht. Ja. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da musst du aber jetzt auch Zeit nehmen, oder sowas. Auf welcher Seite? Und auch Geduld, also. Ich meine, das ist nicht für jedermanns Sache, sowas. Weil wie die jetzt auf einmal schnell down geht. Vorwärts. Ja. Jo. Geht ja richtig down. Wieder. Nein! Mein Supporter! Die Armbrust sieht so cool aus, wenn er damit schießt. Sieht aus, als ob er mit so einer Laserknarre rumballert da. Echt total cool aus. Und tschüss. Also ihre Elemente ändern, ne? Das war einfach. Fein. Ja, ich habe alle 13 Königswaffen. Weiter so, Nockt. Yep. Auch wieder in der Raststätte. Da wären wir. Übernachten? Na, wo denn sonst? Ja, falls du das gerne wissen möchtest, ja, kann M-Game holen. Ja, klar, kannst du die alle von M-Game holen. Ja. Selbst jeden selbst überlassen, ob man das jetzt während der Story holen will oder Endgame. Brauchst du dir ja keine, also keine Sorgen machen. Du verpasst da jetzt nicht wirklich da irgendwelche Sachen.
auch nicht schlecht. Der Baufuß ist auch nicht schnell, da steigt dieser Kommandobalken schnell. Ja, nehmen wir das. Ja. Wie schon gesagt, du kannst sonst auch gerne bei meinen Videos da gucken auf YouTube. Der hilft dir sicherlich bestimmt auch, wenn du da. Also sieben Königswaffen kriegst du auf jeden Fall während der Story und die anderen sechs musst du dann halt finden. Ich habe die eben halt aufgenommen gehabt, weil die in der Story, das ist jetzt nicht so relevant, das zu zeigen dort. Weil du würdest sie sowieso eh da, die sieben Stück kriegen. Ich habe das eben halt nur aufgenommen, die sechs, die man eben halt finden muss. Also, ja, weil ich dachte, das da kürzt du auch das Video wesentlich kürzer, also auch ab und es ist auch relevanter, denke ich mal, wenn man die sechs einfach so finden muss, statt jetzt die, die du von der Story einfach so gehändigt bekommst. Ich hab's ein bisschen anders gemacht gehabt. Papa. Ich wollte schon immer mal die Mokri-Probe ausprobieren. Das ist so geil. Iris, ne? Was kriegt man hier durch Iris in Restallum? Das ist total lustig gemacht. Die Viecher sind unverwundbar, ne? Schwarzes Loch. Schwarzes Loch-Modus. Das geht so weit. Sorry. Also ich hätte niemals gedacht, dass Prompto Gravitas kann. Dieses Gravitas, das ist echt Hammer. Der Gravitas sieht auch cool aus und hat auch so einen richtig coolen Sound. Oh, Hemisphäre. Das brauchen wir auf jeden Fall auch für die eine Waffe upgraden. Ups, ups. Dankeschön da. So, warte mal. Und dann machen wir gleich mal die Crew. Oh, das hast du gemacht? Ist ja mutig. Magitek da, ja. Der Magitek, der dauert sowieso generell lange. So ein Secret-Gegner. So ein Secret-Gegner ist das. Aber es gibt auch ein Buff-Food, wo man eigentlich ganz gut das bekommen kann. Aber ich wollte irgendwann mal so ein Video mal machen, irgendwann demnächst. Also wie man gegen den Magitek da kämpft. Und dann kriegt man ja diesen, diesen Schmuck von ihnen. Aber die Drop-Chance ist nicht allzu hoch. Und es gibt aber dafür so ein Buff-Food. Das habe ich auch bei der Ultima-Klinge. Den Drillhorn da geholt. Los geht's. Okay. Das ist sehr praktisch auf jeden Fall. Erst Level 40, ja. Das schaffen wir. Aber siehst ja schon, wie machbar das ist, ne? Wow. Okay, jetzt aber. Los, wird da auch eingesogen, los! Wow. Keine Zeit zu verlieren. Mist, er hat noch ein bisschen überlebt. Mann. Ja, der droppt Schmuck. Ja, genau, den Speerring kriegst du ja durch den Holiday. Ja. Hätte ich das vorhin mal gehauen. Nee, da kommt auch Schmuck auf jeden Fall. Aber der hat nicht so eine große Drop-Chance. Oh. Achso, hast du auch gemacht. Oh.
das ist auch nicht schnell. Ja, da geht auch schon viel Zeit drauf, ne? Gravitas! Gravitas! Ob der gut ist, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, ob der wirklich so gut ist. Also ich habe jetzt nur soweit einen Guide gemacht zu diesem Schmuck hier, diese Dunkelkristalle, wo du 100 Stärke bekommst dadurch. Mal hier, die RP-Generation, das kann ich den Leuten auch empfehlen, die zum Beispiel diesen königliche Tracht-Dings da nicht haben, was ich habe, durch den, die Edition da. Dieser Schmuck, den ist ja auch im Auge geworfen. Der ist zum Beispiel ganz gut, wenn du diese FP-Farming machst. Dieser Ring, dieser Fürstenmantel kann ich auch nur empfehlen dafür, falls man den Königstracht da nicht hat. Ja, okay, die Fotos kannst du auf jeden Fall auch mitmachen, klar. Fotos sind auf jeden Fall auch nicht schlecht. Warte mal. Ich finde das hier gerade hier nicht. Hat da. Das habe ich gefarmt, wo du 100 Stärke kriegst. Habe ich jetzt dreimal gefarmt gehabt dafür. Den Fürsten kriegst du hier den Raid. Also das kriegst du erst in Endgame. Oder sonst auch drauf, das weiß ich gar nicht, aber. Den habe ich schon mal bei jemandem gesehen gehabt. Ja, genau, den Dungeon, wo ich jetzt bin. Da kriegst du diesen Fürstenmantel, aber da musst du in diese Zwischengänge reinlaufen. Also nicht in diesen Raum, wo du campst, sondern da gibt es auch noch andere Türen. Also da musst du in diesen Gängen durch, die sind so ein bisschen verzwickt und dann findest du dort auch Accessoires und so. Darfst jetzt also nicht immer weiter nach unten rushen, sondern du musst auch mal in diesen Raum, wo du campst, gucken, wo da so auch noch weitere Räume sind. Ja, EP kann man immer gebrauchen. Also besonders wenn du farmen willst, ist das gut, falls man jetzt nicht diese Königstracht hat. Also das hier. Falls du dich jetzt wunderst, was ich meine, das hier. Beschleunigt auch die MP-Generation. Und das hilft eigentlich ganz gut bei FP-Farmen, falls man das dann macht. Und der hier ist zum Beispiel gut, wenn du Magieschaden machst. Der hier pusht deinen Magieschaden. Sogar über 10.000 oder so. Also der haut richtig Schaden raus, dieser Magie-Boost. Okay. Naja, die Party-Trophäe ist ja nicht wirklich schwer in dem Game. Das haben ja schon so viele Leute durch. Das Platin. Weil ich weiß, soll wohl auch Final Fantasy ein bisschen sogar länger dauern als hier Final Fantasy 15 mit der Platin. Also 15 Platin zu machen ist nicht so schwer. Gibt's auch genug Trophy Hunters, die haben das einfach so durchgerockt und haben das Spiel dann wieder verkauft oder so. Weil die einfach keine Fans sind und ja, einfach nur das Mittel zum Zweck zum Trophäenhunten gemacht haben oder so. Die bekommt man mit der, welche Edition? Die bekommst du bei der, wie heißt nochmal die Edition? Das ist doch hier die Deluxe Edition. Wo du auch Kingsleeve dabei hast, also den Film. Wenn du den Film dabei hast. Ja, also den Film wollte ich auf jeden Fall mit dabei haben, weil der echt ziemlich genial ist. Und das erzählt so gesehen die Vorgeschichte und ist auf jeden Fall ziemlich gut gemacht worden. Ah nein! Boah.
Also hier gibt's geheime Bosse, ja. Aber Ultima Weapon. Achso, aha. Oh, jetzt hat er seine Verteidigung nach unten, wie man sieht. Dadurch kriegt er also den Verteidigungs-Debuff. Ah. Zyklon gibt also einen Verteidigungs-Debuff. Das war beängstigend. Verteidigungs-Debuff? Nicht schlecht. Zu Cloud und so weiß ich gar nicht, ob das kommen tut. Also auf jeden Fall konnte man als Vorbesteller einmal die Dragoon-Lanze bekommen von Final Fantasy XIV. Bei GameStop konnte man die Lightning-Klinge bekommen. Und bei Games Only konnte man als Vorbesteller die Dolche von Zidane bekommen. Also von Squall und Cloud und so war da gar nichts. Oder von Titus gibt's auch nicht. Also es war nur Lightning, Dragoon Lanze aus Final Fantasy XIV und von Zidane die Dolche. Ach scheiße, jetzt habe ich das falsch ausgewählt. Ups. Und welches hast du dir vorbestellt? Hast du die Amazon? Weil Amazon hat ja die Final Fantasy XIV Dragoon-Lanze da. GameStop hatte ja die Lightning-Klinge und Games Only die Zidane-Dolche. Was die Zidane-Dolche richtig geil war, ist ja, dass du ja 50% Crit-Chance hattest. PSN, was hat denn PSN für eine Vorbestellerwaffe gehabt? Weiß ich gar nicht. Waren das auch Grand Bulk, also auch die Dragoon-Lanze? Also Gravita sieht so awesome aus, ne? Weiter. Ja. Ja. Schon wieder. Kein Fan von Geglibber. Links. Pass besser auf noch. Ach, da ist ja noch einer. Ne, sogar zwei, oder wie? Ne, einer. Okay. Ah, okay. Ne, über PSN, das weiß ich gar nicht. Gehen wir. Also die ganzen Vorbestellersachen und so, okay, das war ja alles soweit alle gleich dann, außer jetzt die Waffen bei verschiedenen Verkaufsstellen da. Sorry. Ein Clipper sogar überlebt noch, oh Mann.
Ach, Masamune. Ja, Masamune habe ich auch noch bekommen, ja. Die fand ich am Anfang auch sehr, sehr gut. Aber der ist sau lahm, die Waffe, ne? Aber dafür macht sie richtig guten Schaden. Also. Da muss man aber echt aufpassen, so, ne? Wenn man mit der zuhaut, weil man ist echt nicht schnell damit. Ja, ein richtig langes Katana. Oh, hier wieder ein Rastplatz. Schon wieder zelten. Oh. Du bist einfach zu verwöhnt, Nockt. Wie lange das noch sein wird? Bam, bam, bam. Wo war nochmal dieser Barfood? Hier, eine Trefferrate. Angler-Set, glaube ich, das war, da hast du irgendwie Starthilfe bekommen. So, Angler-Set dafür. Aber ich habe dazu. Ich habe das ja auch schon Video gemacht. Dazu alles. Also musst du mal gucken über auf YouTube. Da ist da findest du das Kleiner. Auch. Die ist voll gruselig, Indianer, die ist überall. Wo der ist, sagt er mir nicht. Okay. Voll nett. Ah. Oh Mann. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. Guck mal, Ignis, der hat das gleiche Küchenmesser wie du. Aber jetzt haben wir so wieder Cranberries. Mal echt gut gemacht. Bam! Jo, dann danke für die Hilfe, Lenzer. Oh. Oh. Wieder sein. Oh, wir leben noch. Das muss gefeiert werden.
verstehst du? Sorry. Weiter. Wie lange läuft das Reshow? Hier fast 3 Stunden. Das Lachen vom Punkt. Kleine Stärkung. Für dich. Gib mir Power. Zum Klo. Wow. Diese Dinge. Also dann. Nockt. Alles bereit. Nein, ich wollte gerade hin teleportieren. Verdammt. Warte, jetzt, jetzt. Jetzt. Hey, jetzt komm. Schleuder mich, schleuder mich. Das wollte ich mal auch mal machen. Das habe ich auch bei jemandem gesehen. Das sieht so lustig aus. Also Gladio, los, schleuder mich! Das ist so gut gemacht. Jetzt hier, warte. Und dann so, das hab ich bei jemandem gesehen, hab ich mich weggeschmissen, ey. Und der, die fanden das ja auch alle lustig im Stream und so, wo die das gesehen hatten. Weil so, du schleust da rum wie so Propeller. Oh, das hat mich so fertig gemacht, dieser Move, ne? Wo ich das gesehen habe. Oh Mann. Keine Stärke für dich. Ich bin Blindfisch. Ja. Bei YouTube. Ah, okay. Mann. Wieder Tamberries. Richtig geiler Move. Puppe lass ich gerade weg. Sieht schon lustig aus. Weißt du, Noctis wird erstmal weggeschleudert. Von Gladio. Also Gladio hat sogar so viel Kraft und schleudert Noctis weg. Das sieht so lustig aus. Weißt du, mit einem Arm sogar. Mit einem Arm schleudert er ihn so
Mit dem Schwert da ihn da herum, ey. Das sieht so, ey. So creepy, ey. Oh Mann. Mit Gladio kannst du Karussell machen. Hervorragend. Wir leben noch. Das muss gefeiert werden. Richtig geil, ey. Jetzt, weiter, jetzt. Karussell, ja, hallo? Der ist komisch. Gladius ist immer aggressiv. Der ist immer aggressiv. Er ist halt der Big Bro, ne? Achso, der lacht weg, wegen die suchen. Ah, okay. Ich dachte, wegen den abgespaceden die Klonenattacke da. Kommt du? Nein. Geht aber echt schnell, das mit den Leveln, mit den Fähigkeiten. Braucht sogar 3 sogar. Wegen der Impuls. Wow. Ja.
Mann, ich glaube, wir sind... Leg los, Pronto! Ja, mach. Oder nicht? Hä? Mach doch. Nimm. Oh. Nimm doch die scheiß Medizin. Komm du? Roger. Komm du, nimm, da war irgendwas will. Ah, jetzt. Mann. Meister Tumberry, oh, jetzt wird's spaßig. Guck mal, Ignis, der hat das gleiche Küchenmesser wie du. Hey, Meister Tumberry mit deinem Jedi-Schwert. Möge die Macht mit dir sein. Und er haut mich sogar weg. Ich bin tot. Noch nicht. Oh! Noch ein Glück. Ich hab noch ein Glück gehabt. Wow. Oh. Man muss auf sein Jedi-Schwert aufpassen. Das sieht auch wie so Star Wars-Style aus. Wow. Bleib hier, du Rechter. Wow. Nein, nein. Der ist richtig böser Jedi. Der ist ja auch schon so ein Zombie-Style. Oh mein Gott. Nein. Yo, hallo. Ja. Hier drüben! Verteidigungsverlust. Es ist gut, dass er Verteidigungsdieber hat. Richtiger Styler, ey. Oh.
Mr. Thunberry. Mach schnell! Ich hab dich ja fast gefasst! Da! Also dann! Ich hab mal weggebasht, aber er will nicht. Trotzdem will er noch. Oh. Er will mich haben, ne? Nein, 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 hau auf damit. Unmöglich. Au. Rotes Halsband. Das hier. Großartig. Achso, wir haben eine Raststätte da. Okay. Da wären wir. Es ist mitten am Tag. Bin trotzdem müde. Weißt du? Oh, wie oft haben die das denn copy-pastet, ey? 80 Ebenen, oder? Robocode, ja. Für Final Fantasy 14. Das hier. Das sehe ich schon wieder. Ziemlich cool. Ah, hier, wo wir rumgeschleudert worden sind. Ziemlich cool. Ich weiß. Gladio sieht echt immer cool aus. Gutes Timing, Prompto. Zum Aufbruch. Und ihr? Ich bin noch müde. Wieder Meister Thunberry. Ob das eine Herausforderung ist? Fast gefasst! Jo, hau drauf, ja. Also dann! Knockt! Alles bereit! Kein Problem. Ey. Gladio! Machen wir's an! Ja! Schwebt in Gefahr. Hier drüben!
Das ist schlecht. Warte mal, Prompto. Roger! Oh, hey! Mann. Okay, Zyklon haben wir auch schon voll. Wow. Nur dieses Ding, ne? Weiß der Yoda. So, warte. Hervorragend. Oha. Oh, noch ein Meister. Noch. Das Ding ist um mehr. Sieht wie bei Star Wars hier. Der säbelt einfach so durch. Als wäre nix. Der kann gar nichts, der Tamberry. Verteidigungsdiebe auch eigentlich durch den Zyklon? Nee, ich glaube nicht. Hat Gladio irgendwie gemacht. Ja, ist gut, Meister Yoda. Ich hab gespaced, ja. Keine Angst, du bist nicht allein, Pop. Gladio, los!
Jo, wahrscheinlich, oder? Hey Nott, das hätte gerade böse ins Auge gehen können. Ja, steh ich ja, oder? Gerade mal so. Wieder ein Meisterjump. Na, ah, ich hasse dich. Der wartet schon wieder, ey. Haben wir jetzt mal die anderen? Der hat das gleiche Küchenmesser wie du. Aber er ist nicht so nett. Was mit lustig? Deine Stärkung für dich. Danke dir. Vorsicht. Ja, Meister Yoda. Aber ich kann auch auf die Fresse sein. Jo, das kann er einfach so. Ja, er kann's. Hallo, er haut einfach so durch und ich darf immer was auswählen hier. Da sagst du nein, hört auf. Der lässt einfach keine Chance, ne? Der sagt einfach nein. So. Verschwinde! Ich hätte gerne Tasse Kaffee. Ignis braucht Kaffee. Wisch. Und gleich haben wir ihn, jetzt haben wir ihn niedergeworfen. Schade, dass es da keinen Ebene-Zähler gibt. Der Dungeon ist so lang. Wir haben eindeutig zu viel Langeweile gehabt mit Copy-Pasten. Daran wohl liegen. Ich hab doch Viereck gedrückt. Gehen wir! Yo! Baba!
Aber die Sammlermünze kann man auch irgendwie gut behalten, ne? Falls es irgendwann über 99 gehen tut, ein Level. Wäre praktisch. Oh, wir haben. Ist das der Boss jetzt hier? Übernimm dich bloß nicht. Ist das der Boss? Reif? Wow! Ist der Boss jetzt einfach gleich? Weil der Raum ist auf einmal so groß. Greif. Wow. Voll cool gemacht. Nein. Och komm. Mann. Wie lange wollen die das denn noch machen? Niedergeworfen! Los, drauf da, drauf da! Der arme Greif. Spiel tickt aus. Ah, ich komme gleich wieder, ich muss kurz auf Klo. So, da bin ich wieder. Oh Mann, ey. Ich hab echt gedacht, das wäre jetzt gerade der Boss. Schade. Ah, dann geht das jetzt weiter, der Spaß. Yeah.
Level hat er jetzt schon? Die sogar schon. Kritisch, 12%. Wieder so ein großer Raum. Wieder so ein Greif. Hey. Noch Gift. Stufaufstieg, sehr schön. Ich zerschmettere dich! Ja, da kommen wenigstens zweimal 9.990. Das ist schon mal ganz gut, dieser Move. Also für einen Single-Target-Move. Einmal diesen hohen Wert, das sieht schon was aus. Ist das jetzt der Boss? Komm schon. Ist das jetzt der Boss? Sag ja. Komm schon. Der Dungeon hat mich jetzt genug rumgezappelt, ja? Der ist schon echt ziemlich lang gewesen. Ich will Licht sehen. Ja, das ist der letzte. Oh, endlich, Mann. Endlich. Okay. Ja, aber erstmal schaffen noch, ne? Noch schaffen, aber ich hoffe schon. Aber schon, auf jeden Fall, ja. Da ist schon was da, auf jeden Fall. Ey, ich will seinen Schwanz kriegen hier. Was ist das? Hä? Ah, jetzt. Ja? Komm her, du. Hä, was ist denn mit dir los? Und dreht er so durch. Der irgendwie ich. Hä? Was hat der denn? Er hat doch irgendwas. Irgendwas ist mit ihm komisch. Hä? Reagiert aber jetzt nicht normal, oder? Hä? Guck mal, der fliegt die ganze Zeit da rum und... Hä? Oha. Der letzte Schlag einer Angriffsserie verursacht besonders viel Schaden.
Eine geheimnisvolle Waffe, unbekannter Herkunft. Ja, gönn dir, ne? Gönn dir, Maestro. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass er jetzt so am Austicken ist. Jetzt, hast du keine Aggro bei uns oder so? Ach, jetzt! Aber jetzt nicht normal, oder? Aber jetzt nicht normal. Kleine Stärkung! Für dich! Danke dir! Oh, Drache. Der Drache hat sogar verschiedene... Ah, der hat sogar mehrere Lebenspunkte überall. So, warte mal, Reflexstärke stärker. Wow, der Taser die auch nicht. Ich zerschmettere dich! Kein Problem. Ich zerschmettere dich! Oha, hier! Alter, Ignis fängt jetzt auch schon an, übertrieben Damage zu machen. Mit der Waffe. Schon nicht schlecht. Ja, Dungeon geschafft, Mann. Der war richtig, richtig bad. Oh, wir leben noch. Das muss gefeiert werden. Boah, ey. Endlich. Jetzt kann ich ja wieder zum Eingang zurückkehren, ne? Endlich, Mann. Was für ein nerviger Dungeon, ey. War so lang. Diese 3,5 Stunden bis 3,5 Stunden da so irgendwie. Musst du erstmal in den Kopf gehen lassen, ob du es wirklich dir antun willst, da das zu machen. Ja. Wirklich. Musst du echt mal. Wenn du das jemand erzählen würdest, der denkt erstmal so, bis. Erzählst du mir denn da, ne? Ich hab dir ja zwar geglaubt, ne? Aber wenn du es jemand irgendwie erzählen würdest, einfach so, ne? Hier ist Adif, ne? Der ist ja so lang und so. Dann. Er würde erst denken, so, hä, warum sind die anderen denn nicht so lang? Ich weiß nicht, warum die weiß Adif das mega lang gemacht haben. Aber jemand würde dich verrückt halten, wenn du das sagen würdest, einfach so, und der wäre misstrauisch oder so. Der denkt irgendwie, du würdest ihn so verarschen oder so, weißt du? Wenn du sagen würdest, ja, da drinnen brauchst du zwischen 3,5 bis 4,5 Stunden. Der würde auch so denken, du hast einen Vogel oder so. Der denkt dann so, ja, wer würde denn sowas machen, so lange da drinnen? Wer würde das machen, ey? Oh, Mann. Oh. Ey, das war voll brutal, ja. Scheiße. Weil waren wir witzig, ey, so. Ich würde echt total dich für verrückt halten, die Leute. Wahnsinn. Erst nach den Dungeons haben wir Platin bekommen. Ja, ne? Eigentlich, wie stellt man die eigentlich normalerweise bekommt, ne? Sollte man eigentlich sowas machen? Ja, mach mal hier die ganzen Endgame-Raids und so, weißt du? Sollte man auch noch als Trophäe machen, soll eine Gold-Trophäe. Alter, weißt du, wie lange die Leute daran sitzen würden? Erstmal, kriegt das ja auch Platin.
Oder ja, das ist länger halt, ne? Aber trotzdem. Ey. Nee, also würde ich jetzt nur auf Platin gehen und das Spiel nie wieder mehr anfassen, wäre auch ein bisschen zu schade. Wäre auch echt zu schade. Ich habe mal für das Spiel zu lange gewartet und alles. Aber wow. Auch gut. Ich glaube, das würde echt auch den Hintern retten. Radio stellt sich schützend vor Noctis und blockt gegnerische Angriffe ab. Unser Schild, ne? Radius. Synchro-Block. Ja, stimmt, das ist dieses viereckige, ne? Synchro-Block. Aber dieses Angeln da, ne? Dieses. War das nochmal Fischen? Wie brauche ich dafür? 84? Boah. Beim Fischen. Wie mein Buffhut. Aber das ist auch nicht schlecht. Verdoppelt unter Umständen die Menge von Gegenständen, die Gladius nach Kämpfen findet. Boah, das ist auch so 99er. Verdoppelt garantiert die Menge von Gegenständen, die hier den Wartemodus habe ich nicht allzu oft benutzt, aber wenn du die Fähigkeiten anschaust, denkst du auch so. Das finde ich auch voll gut. Auf die Schwachen. Boah, geschafft, ey. Wow. Endlich. Meine Jungs sind auch ganz schön dreckig geworden, ne? War zu staubig, dieser Dungeon. Ja, wir haben da zu lange verwest. Fisch da überfangen. Habe ich eigentlich noch genügend Köder und so? Kann ja euch auch schon bestimmte Sachen gut verkaufen. Los, Kleiner. Will ja auch Platinbahn und all so ein Zeug bekommen. Muss nur diesen Fisch da fangen, weil da ist es der, den für den Buffo dann ein bisschen zeitaufwendiger ist. Die anderen Sachen kannst du ja eigentlich schnell vom Verkäufer kriegen. Braver Junge. Will ich das auf jeden Fall auf 99 Stacks geben, die anderen beiden Zutaten, und nächstes Mal FP farmen, damit ich dann mehr Fische bekomme. Na, was geht's? Schnurren kaufen wir. Eine gerade Zahl. Bitte schön. Bitte schön. Hab ich auch wieder. Das ist auch immer eine gute Sache, ne? Wenn man diese Kojoten erledigt, kann man hier auf jeden Fall auch noch gut Geld machen. Weil
Magitech-Kern. Drei Stück sogar. Letzte Borste. Was so alles findet. Vitrierbare. Den Karfunkel habe ich ja noch ein paar, ne? Ja. Karfunkel. Mir ja noch kein Köder kaputt gegangen. Oh. Auch schon echt wieder. 0 Uhr ist jetzt schon. Lasst nichts liegen. Boah. Okay, Abmarsch. Abmarsch. Guck mal, hier finden wir einen Köder, Garuda. Das Tal umgehen. Dann will ich dort die beiden Zutaten holen. Will ich mich auf jeden Fall die nächste Mal weitermachen bei den anderen beiden Endgame Raids. Ich kriege das ja morgen alles in einem Stream hin. Hoffe ich mal. Und wenn noch Zeit bleibt, machen wir noch dieses Piteous. Dieses Jabu Run Dungeon. Nenza, wie weit bist du jetzt schon mit deinen Handen? Bin mal gespannt, wie du reagierst bei der. Achso, meinst Küstenturm. Ah, Marktturm, ja. Ja, da muss ich noch Ignis noch leveln, glaube ich, mit den Sammeln, ne? Wenn du jetzt eine andere richtige Möglichkeit hast und so. Zu heilen. Das einzige Miese ist ja, du kannst ja keine Phönixfeder mehr benutzen. Nur im Normalfall, denn. Noct. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Müssen sie irgendwie. Muss das irgendwie so schaffen, dass sie sich immer aufheben oder ne? Ja, aber da gibt es ja auch ein Upgrade, wo man, wenn die K.O. gegangen sind, dass sie, wenn die aufgeholfen werden, dass sie da wieder. Genügend Leben bekommen, ne? Was war das denn nochmal? War doch hier irgendwo, ne? Heilung. Regeneriert die eine beträchtliche Menge LP, wenn die eigene LP niedrig sind. Müsste ich die denn ausstatten, ne? Damit? Die fachkundige Hilfe. Die alle fachkundige Hilfe haben, ne? Wenn ich die alle damit ausstatten würde, aber dann wäre es auch wesentlich leichter. Weil im letzten Dungeon können wir ja keine Items benutzen.
Und erhöht Noctis MP um seine Stufe. Nicht schlecht. Ist auch gut. Muss ich auch nehmen. Das und die. Und diese hier, diese drei. Das. Das und das. Boah. Ja, auch wieder 999. Das ist hardcore. Ja, da ist da was. Begrüßen. Ah, können wir mit ihm sogar reden. Gönn dir einen Happen. Danke. Und, schmeckt's? Ja, lecker. Nicht wahr? Erzähl's deinen Freunden. Sau gut. Und hier? Hier ist gut. Na, was führt dich heute her? Du bist der Falsche. Beim nächsten Mal kaufst du noch mehr, ja? Du bist der Falsche. Wer war nochmal der Richtige? Der da, glaube ich. Herzlich willkommen. Ja. Ich glaube, 30 würde reichen. Wenn wir nicht ein bisschen jetzt auf too much machen. Mit Vergnügen. Hä, wo ist das andere? Ach, das ist es, ne? Freue mich auf den nächsten Besuch. Glaube ich richtig. Ja. Paula, Charlotte. Okay. Jetzt müsste die Myra Platinforellen fangen. Oh. Das mache ich mal später. Wir werden auf jeden Fall sonst nachher weitermachen. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, wünsche euch noch viel Spaß. Ich werde erstmal offscreen erstmal soweit erstmal vorbereiten für die beiden Dungeons. Ich werde auf jeden Fall sonst noch FP farmen, weil sonst ist es echt langweilig, wenn man die, glaube ich, die ganze Zeit so zuschaut.
Und ich werde das einfach jetzt nebenbei sonst gechillt machen. Und ja, mich halt darauf vorbereiten für die beiden Dungeons. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann morgen dabei. So. Ja, dann haut rein. Bis noch euren Abend. Haut rein.